Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Heute begrüße ich alle Wassermänner, insbesondere alle Singles unter euch. Wir wollen gemeinsam mal reinschauen, was in der Liebe, was in eurem Single-Leben im Januar so los ist, was auf euch zukommen könnte, was sich da so tut. Das finde ich immer ganz spannend. Aber zuerst werde ich drei Karten ziehen, um zu schauen, was braucht ihr denn überhaupt im Januar für euer Herz, für eure Seele, speziell auf die Liebe gemünzt. Was ist da wichtig? Auf was könnt und solltet ihr achten? Und da lege ich mit los mit dem Seelenreich-Orakel und dann fangen wir mal an und schauen mal rein. Für meine Single-Wassermänner im Januar 2023. Eine Botschaft sucht den Weg zu dir. Sei aufmerksam, die geistige Welt will dich berühren. Das ist doch, wenn ich für die Singles frage, schon mal eine wunderschöne Grundenergie. Seid aufmerksam. Manchmal laufen wir durchs Leben und sehen gar nicht, wer uns da anlächelt, weil wir vielleicht zu sehr damit beschäftigt sind, dass wir uns sagen, ja, das kann gar nicht sein. Der möchte nur freundlich sein. Warum sollte der gerade mich anlächeln? Und die geistige Welt sagt euch, nee, haltet die Augen mal auf. Wir schicken euch jemanden. Da ist jemand in der Pipeline, in der Startpipeline, der für euch bestimmt ist. Also ja, eine wunderschöne Karte gleich zum Anfang für euch. Und dann schauen wir mal weiter, was das Drachenorakel noch dazu zu sagen hat. Aber von der geistigen Welt gleich als erstes eine Karte, eine Botschaft zu bekommen, die euch sagt, haltet mal die Augen auf, wir haben euch nicht vergessen, finde ich schon mal echt super. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Karte, da ist sie. Rein weißer Drache vom Orion, verwandle dein Aufstiegswissen in reine Weisheit. Ja, verwandle dein Wissen in reine Weisheit. Möchte euch auch sagen, dass ihr den Zweifel, den ihr vielleicht an euch selber hegt, mal zur Seite schiebt. Seht, was für ein wunderbarer Mensch ihr seid. Und ja, daran auch glaubt und festhaltet, weil wenn ihr die Karte anschaut, ich hebe sie euch mal so hin, ich hoffe, so sieht man sie, dann sieht man, dieser Drache ist wunderschön und er strahlt in sich selbst. Und diese Karte möchte euch sagen, strahlt, verwandelt euch in einen strahlend weißen Drachen. Ihr seid wunderbar und glaubt an euch. Was ja die erste Karte auch schon sagt, haltet die Augen auf, da kommt was. Ihr müsst an euch glauben, also da kommt was Schönes auf euch zu. Das sagen die ersten zwei Energien definitiv schon mal aus. Eine Karte hätte ich jetzt gerne noch vom Merlin-Orakel und dann machen wir mit dem Tarot weiter. Da ist sie auch schon geflogen gekommen. Dann schauen wir mal. Weiße Dame. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Feenzauber begleitet dich und unterstützt, segnet deine Vorhaben. Öffne dich für die zarte, sanfte Frequenz deiner Seele und lausche den leisen Stimmen deines Herzens. Ja. Öffne dich und hör auf dein Herz. Ist auch sehr schön, wenn man sich das anschaut. Ich muss mal gucken, wie ihr das am besten seht. So.
da sieht man die wunderschöne weiße Dame und hinten dran ein weißer Hirsch. Und diese Karte hält euch auch dazu an, euch in dieser Schönheit zu sehen, eurem Herz zu vertrauen, euren Träumen zu vertrauen, auf euer Bauchgefühl zu hören, dass alles schön und wunderbar wird. Also es sind drei Energien für euch für den Januar, die schon mal aufzeigen, dass da ja irgendwas im Petto ist, dass die geistige Welt euch nicht vergessen hat, definitiv nicht. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ich hätte gerne eine Karte für meine lieben Single-Wassermänner und noch zwei. Eine Karte noch bitte. Was darf ich meinen? Das sind zwei, aber wenn die so rausspringen wollten, dann nehmen wir drei sogar. Gut, eine längere Geschichte zum Erzählen. Schaut euch das an. Wie die geistige Welt sagt, die Liebe kommt auf euch zu. Ich habe hier als allererste Karte die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche ist nicht zu toppen. Die 10 der Kelche sagt, Liebe, Zärtlichkeit, den Seelenpartner voraus, Glück, Harmonie, Vertrauen. Da ist alles drin, was man sich denn so wünscht. Aber was ich bei der zweiten Karte, bei den zwei der Stäbe sehe, ist, dass bei einigen von euch die Aussicht sogar schon da ist, dass ihr schon jemanden kennt, der euch den Hof macht und der euch gerne die Sterne vom Himmel holen würde. Aber ihr sitzt noch da und wägt ab. Gehe ich den Weg? Gehe ich ihn nicht? Soll ich mich auf ihn einlassen? Soll ich es nicht? Ihr sitzt da und seid euch ja absolut nicht im Klaren. Ihr habt Pläne geschmiedet. Ihr habt das alles schon in eurem Kopf 100.000 Mal durchgespielt. Aber ihr habt euch nicht in Bewegung gesetzt. Und da passen die weiße Dame total dazu. Hört auf euer Herz. Vertraut euren Träumen. Da ist jemand, der möchte euch die Sterne vom Himmel holen. Habt den Mut, auf ihn zuzugehen, egal was ihr in eurer Vergangenheit vielleicht mal erlebt habt. Da ist ein Mensch, der möchte euch Liebe geben, der möchte euch glücklich machen. Und für die, die diesen Mann noch nicht gesehen haben, haltet mal die Augen offen, denn die geistige Welt hat ja gesagt, da kommt jemand. Ja, mit der 4 der Münzen zeigt mir auch auf, ihr haltet euren Schatz, und damit meine ich nicht jetzt das Geld, sondern das, was ihr habt, das haltet ihr fest. Ihr habt im Moment Angst, etwas verlieren zu können. Ihr seid nicht wirklich unglücklich, aber ihr seid auch nicht wirklich glücklich in eurer Situation. Traut euch aber nicht, das Risiko einzugehen, etwas zu verlieren. Und damit meine ich jetzt nichts Materielles, sondern dass ihr wieder etwas gebt und am Ende wieder verletzt werdet. Das sehe ich so. Und die Karten zeigen mir auch auf, dass ihr hoffnungslos und gelangweilt seid in eurer momentanen Situation. Ihr seht nicht mehr, was euch dargereicht wird. Denn bei den 4 der Kelchen,
Da sind zwar einige leere Kelche neben euch und jemand reicht euch einen vollen Kelch, aber es interessiert euch überhaupt nicht. Ihr sitzt da und denkt, boah, alles ist so blöd, alles ist langweilig, was soll denn da noch kommen? Ihr hängt so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen Selbstmitleid. Ja? Ihr seht gar nicht, dass da hinten einer in den Startlöchern steht und nur darauf wartet, ja, euer Herz zu erobern und euch glücklich zu machen. Ihr seid im Moment sehr darauf bedacht, nicht wieder verletzt zu werden. Ihr habt so eine kleine Mauer um euch errichtet, in der ihr zwar, ja, lebt, aber nicht wirklich glücklich lebt. Und die Karten sagen, dreht euch um und geht. Und zwar dreht euch um und geht aus dieser Situation heraus. Denn wie soll etwas Neues entstehen? Wie soll etwas Schönes auf euch zukommen, wenn ihr immer noch in dieser Situation verharrt, wo ihr euch einerseits nicht traut und andererseits auch gar nicht die Hoffnung habt, dass etwas kommt, wo ihr gar nicht die Augen aufmacht für das, was kommen kann. Denn so, wenn ich so durch die Gegend renne, kann Brad Pitt vor mir stehen, ich würde ihn nicht sehen. Also fordern euch die Karten auf, hier nicht mehr lange alle Szenarien durchzuspielen, die passieren könnten, wenn ich mich wieder auf jemand einlasse, sondern den Mut zu haben, diese Situation verlassen und in die Zukunft zu schauen. Jetzt hätte ich gerne noch zu den 10 der Kelchen eine Karte bitte. Eine Karte bitte zu den 10 Kelchen. Na? So, mal. Ja, schaut euch das an. Bei den 10 der Kelchen kommt der König der Stäbe. Der König der Stäbe ist ein selbstbewusster Mann, ein Mann, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Das ist kein Hallodri und kein Luftikus, keiner, der euch jetzt heute mal den Hof macht und morgen weg von der Bildfläche ist. Dieser Mann weiß ganz, ganz genau, was er möchte. Er ist mutig, er ist aufrichtig. Ja, dieser Mann steht seinen Mann, sozusagen. Also ist jetzt, ja, tritt ein Mann oder eine Frau, bitte dreht es euch um, wenn ihr als Mann zuschaut, in euer Leben, den wirklich Verlass ist. Das ist, da braucht ihr euch nicht fürchten und in dieser Situation zu verharren. Das ist, ja, ein Mann, eine Frau, ein König, eine Königin für euch, kein Ritter, kein Page oder sonst was. Nein, der König der Stäbe. So. Zu eurem Gedankenspiel, was da die ganze Zeit auf und ab in eurem Hirn hier rumrattert, ihr nicht wisst, soll ich nicht, bleibe ich lieber zu Hause, weil draußen könnte ich ja verletzt werden, ist der Tod und die Wiedergeburt gefallen. Diese Karte sagt ganz deutlich, ihr müsst mit dem Alten abschließen, damit etwas Neues beginnen kann. Und wie ihr auf der Karte seht, ist der Tod in Rot gekleidet und sein Gesicht zeigt die Sterne, zeigt den Sternenhimmel, das helle Leuchten der Sterne, was bedeutet, aus einem Ende entsteht etwas Wunderschönes und ihr sollt diesen Zustand des Grübelns, dieses, oh, ich weiß nicht, und was könnte alles passieren, hinter euch lassen. Lasst den alten Mist hinter euch, schaut nach vorne. Das ist die Botschaft. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Karte zu den 4 der Münzen.
für meine lieben Single-Wassermänner. Der Mond. Der Mond steht für Träume, für Sehnsüchte, für ja, auch für Ängste natürlich. Und von daher passt diese Karte auch sehr, sehr schön zu den vier der Münzen. Denn die Ängste, die habt ihr bei den vier der Münzen. Nicht das zu verlieren, was ihr habt. Also, dass man euch nicht mehr wehtut. Das zu beschützen, was ihr habt. Und der Mond sagt euch aber, traut euch zu träumen, ja? Wenn ihr den Mond anschaut, wenn wir Vollmond haben, dann schaut man hoch und man ist fasziniert und er übt auch so eine gewisse magische Anziehungskraft auf uns aus und man träumt, ja? Und genau das sollt ihr wieder zulassen. Ihr sollt eure Träume zulassen und sie nicht nur zulassen, ihr sollt sie verwirklichen, denn wir haben ja vorne dran die Wiedergeburt. Also traut euch, schiebt eure Ängste endlich mal zur Seite und schaut um, was in eurem Umfeld denn so Nettes euch anrechnet. Jetzt hätte ich gerne noch eine Karte zu den vier der Kelchen. Kelchen, ich sage immer Kelchen, liebe Kelchen. Vier der Kelche, eine Karte bitte noch für meine lieben Wassermänner. Was darf ich erzählen? Ja. Ich sehe, dass in eurem Leben mal ein König der Schwerter war. Also ein Mann, dem ihr vertraut habt, der auf den ihr, zu dem ihr hochgeschaut habt, ein Abenteurer, ein, ja, ein Mann, der, von dem ihr dachtet, dass er voll im Leben steht, mit Lebenserfahrung und allem. Aber dieser Mensch hat euch schwer enttäuscht und ihr hängt dieser alten Liebe noch hinterher, denn ihr sitzt so da und denkt euch, oh Mann, wie schön war das mit dem und wie toll und ich möchte gar nicht sehen, was da noch auf mich zukommt. Und ja, diesen Menschen umdrehen, weitergehen. Träume sind schön und Erinnerungen sind schön, solange man sie auch als schöne Erinnerungen behält und nicht drin hängen bleibt. Weil ich habe mal so einen blöden Spruch gehört, aber der ziemlich passend ist. Ich will mal kurz aufmischen. Die Vergangenheit ist wie der Rauch aus einer Zigarette. Man kann so heftig versuchen, wie man will. Man kriegt den Rauch nicht wieder in die Zigarette zurück. Also vergangen ist vergangen. Und das Leben spielt sich vorne ab. Und da sollt ihr bitte hin. Raus aus diesen Gedanken, weil jetzt ist die Neun der Schwerter gefallen. Über dem dreht euch um und geht weg. Was ganz deutlich sagt, raus aus eurer Hoffnungslosigkeit. Raus aus der Trauer, die ihr hattet. Lasst das alles hinter euch. Die Zeit ist vorbei. Es ist Zeit, definitiv nach vorne zu schauen. Ihr seid geführt. Die geistige Welt hat jemand losgeschickt, dem ihr begegnen werdet. Hört auf euer Herz. Habt Vertrauen. Habt Vertrauen, eure Träume zuzulassen. Dann wird das wirklich ein wunderschöner Januar für euch. Mit diesem König der Stäbe, der euch begegnen wird, oder mit der Königin der Stäbe. Von daher eine wunderschöne Legung für euch, liebe Wassermann-Single, für den Januar noch. Ja, jetzt schauen wir mal, was die kleinen Herzorakel zu euch und eurem König zu sagen haben. So, die erste Karte sagt,
dass ich meine Brille brauche. Das glänzt jetzt so. Die erste Karte sagt, heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Heilige Vereinigung, ja, heilig. Sie wurde euch von der geistigen Welt geschickt. Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Herrgott, lass sie rein. Geh da raus, mach die Tür auf. Die dritte Karte sagt, abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Ich glaube, abgewartet habt ihr genug. Es steht eine heilige Verbindung im Raum. Lasst sie zu. Geht auf diesen Menschen zu. Gibt ihm die Chance, euch glücklich zu machen. Und das ist meine Message für euch für den Januar, für den Rest vom Januar. Ich freue mich für euch. Ich freue mich für euch. Ich hoffe, dass ihr den Ratschlag der Karten befolgt, euch umdreht, aus diesem alten Schmerz rausgeht, die Augen aufhaltet nach dem, der euch zulächelt und hofft, dass ihr sein ihr Lächeln erwidert. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte gebt mir einen Daumen hoch, damit macht ihr mir eine Freude. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, drückt die Glocke, ist kostenfrei und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Und darauf freue ich mich. Bis dann. Tschüss.